Simex hat sich nochmal gemeldet, Leute. Monte, meinst du das? Was ist das für ein Satz? Monte, meinst du das? Monte, Komma, meinst du das? Was? Monte, meinst du das? Was? Ich lebe. Was? Monte, meinst du das, Digga? Was? Was denn schon wieder? Jeder macht mal Fehler im Leben, finde ich. Und ich finde einfach, er hätte das Video offline nehmen müssen. Und dann hätte ich das Ganze hier jetzt auch ernst nehmen können. Gut, vertuschen kannst du es jetzt eh nicht mehr. Wenn du es jetzt runtergenommen hättest, hättest du dir damit noch weiter ins Fleisch geschnitten und deine eigene Scheiße. Also, das Ding ist, dass durch das Löschen eines Videos, was Backlash bekommt, du das Ganze noch schlimmer machst, Digga. Machst du noch schlimmer, weißt du, was ich meine? Er hätte das Video offline nehmen müssen. Dass durch das Löschen eines... Also, ich bleib bei meiner Meinung, Standardskill. Ich bleib bei meiner Meinung, Bro. ...des Videos, was Backlash bekommt, du das Ganze noch schlimmer machst, Digga. Er hätte das Video offline nehmen müssen. Ganze noch schlimmer machst, Digga. Ja, wir haben es verstanden. Hä? Deswegen niemanden beleidigen oder sonst was, Leute, das ist ja alles noch... Auch kein Hate. Genau, nein, auch kein Hate. Gar nicht damit. Größter Hurensohn 2020. Ja gut, Monte natürlich da... Größter Hurensohn 2020. Es gibt ein paar dumme Leute in den Kommentaren, die schreiben so, deine scheiß Mutter oder irgendwas. Und auf diese paar Kommentare von solchen absolut dummen Menschen, die genauso dumm sind wie er, geht er darauf ein. Nur wenn... Richtig, genau das. Sich nicht auf den Hate fokussieren, sondern auf die sachliche Kritik. Ja? Wenn du Scheiße gebaut hast, möchtest du dich mit der Kritik auseinandersetzen. Nicht mit den einzelnen Kommentaren, die dich beleidigen, Homie. Irgendwelche Sondis da schreiben... Die Sondis, Simon. Deine Mutter soll dich mal eine Bockpfeife geben. Gut, das war dann wahrscheinlich Monte. Grüße geht raus an der Stelle. Lass die Mutter von Simax in Ruhe, Monte. Damit meint er mich wahrscheinlich. Kann man drüber diskutieren, ob ich... Ich habe nicht Hurensohn gesagt, sondern Hurensohn. Gut, okay. Simax, ich sag dir nur eins. Meinerseits muss ich eine Sache sagen. War vielleicht nicht korrekt, dass ich Hurensohn geschrieben habe. Aber mich hat das gestern Abend so weggetriggert. Was ich verstehen kann, ich habe auch gesagt, wir haben hier einen Hurensohn, einen neuen auf YouTube. Hab's aber extra nicht ins Video mit reingenommen, aber ja. Fühl ich. Was du dafür ein Video hochgeladen hast. Das ist ein Kritikpunkt meinerseits, den ich mir eingestehen muss. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Digga, fang doch einfach mal an, guten, gescheiten Content zu bringen. Egal, ob die Videos 100 oder 200.000 Klicks weniger haben. Dann, meine Videos werden jetzt besser. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hier mit Motion Flare und allem drum und dran. Ganz weirder Schnittstil irgendwie, aber okay. Ich möchte meine Aussage vom letzten Video verbessern, wo ich gesagt habe, dass das Video gelb ist und man nix bzw. kaum... Hat jetzt hier plötzlich Animationen und sowas drin, Digga. Was geht auf einmal ab, Alter? ...damit etwas verdient. Denn ich habe mit diesem Video fast 400 Euro verdient. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, 50% Steuern gehen weg. Nein, ist auch nicht richtig. Das geht auch nicht so. Man sagt nicht 400 Euro, 5% Steuern gehen weg. Ist ja nicht hundertprozentig true. Sind es nur noch knapp 200 Euro. Aber das einzig Richtige, was ich mit diesem Geld jetzt machen kann, ist einfach 120 Euro noch draufzulegen und 500 Euro an die Welthungerhilfe spenden, die auch gegen den Coronavirus ankämpft. Ich will mich damit jetzt nicht... Okay, verstehe ich. Muss man meine Facecam hier verschieben. Moment, Leute. Wollen wir kurz drüber reden oder nicht? Was ist denn jetzt hier los? Sind das hier eigentlich... So, jetzt aber, Alter. Lost, dein Vater aber. Irgendwas ganz seltsam, Leute. Da war aber jetzt... Die Szene so groß ist. Naja. Okay. Ähnliche Debatte wie bei Logan Paul. Logan Paul ist hingegangen, hat im Wald eine Leiche gefilmt, die sich selbst umgebracht hat. In dem Selbstmordwald in Japan. Seine Reaktion darauf war, 1 Million US-Dollar als Wiedergutmachung, als Aufarbeitung zu spenden. Jetzt muss ich dazu sagen, an sich ein sehr löblicher Move. Eine Spende ist immer eine gute Möglichkeit, um sowas irgendwie wieder, um sich damit selber auseinanderzusetzen. Aber man spendet sich nicht quasi raus, weißt du, was ich meine? Man spendet sich nicht quasi raus. Diese 500 Euro sind ein guter Anfang dafür. Und ich will dich nicht weiterhin dafür kritisieren, aber mir fehlt immer noch deine sachliche Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema, weißt du? Das ist, die Leiche war nicht tot, die war nur down. Ja, ganz genau, Alter. Das hast du immer noch nicht so richtig gemacht, weißt du, du hast dir immer noch nicht selber eingestanden und noch nicht den Kern, den Chor verstanden, glaube ich, was du falsch gemacht hast, immer noch so. Also, ja, das mit der Spende ist löblich und das finde ich nicht schlecht und ich glaube, wir sollten noch langsam mal aufhören, auf ihm rumzuhacken, so, er hat genug Scheiße gebaut, es gibt noch 10.000 andere Leute, die gleiche Scheiße gemacht haben wie er, leider Gottes ist es bei ihm aufgeflogen und ich finde das cool, dass er es macht, aber das ist jetzt tatsächlich nicht, nicht der Move zu sagen, so, yo, ich habe doch auch gespendet, jetzt ist doch gut, Leute, ne? Also das darfst du jetzt auch nicht so sehen, ne? Wichtig ist, dass du das wirklich für dich selber verstanden hast, was daran verkehrt ist. Aber ich finde das schon mal nicht verkehrt. Trotzdem ist es nicht der Way Out. Wisst ihr, was ich meine? Nicht irgendwie als Ehrenmann dastehen lassen, wie Unge es immer betitelt hat in seiner Reaction, sondern einfach einen Schritt in die richtige Richtung machen. Okay, hier könnt ihr es jetzt sehen. Deutsche Welthungerhilfe, 500 Euro, weiter. Hier habt ihr es nochmal schwarz auf weiß und an jeden einzelnen YouTuber oder der nur gekommen ist, um zu disliken, tut mir bitte einen Gefallen und schaut euch dieses Video ganz an, wenn ihr mich schon schlecht redet. Ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich lösche meinen Kanal, gebe auf und lass euch meine... Nein, das musst du ja nicht machen.
machen, Digga. Du musst einfach nur hingehen und verstehen, dass das, was du gemacht hast, scheiße war und dass du das einfach nicht nochmal machst. Dass du verstanden hast, warum das kacke war und dass du verstehst, dass so eine Sache nicht einfach nochmal passieren darf. Dann ist doch schon cool, Mann. Community im Stich oder ich werde verdammt nochmal endlich meiner Vorbildsfunktion gerecht und statt mit... Danke, genau den Scheiß wollte ich hören, Mann. ...mit Fake-Videos meiner Persönlichkeit punkten. Denn ich habe euch immer in meinen Real-Life-Stories gesagt, egal wie negativ die Situation ist, man sollte immer das Positive daraus ziehen. Und ich befinde mich derzeit in der schwierigsten Phase meines Lebens und brauche jetzt euren Support so wie nie zuvor. Ich habe mich mit allen Kritikpunkten intensiv auseinandergesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, man vergisst einfach... Das will ich halt hoffen, dass er wirklich verstanden hat, dass es bei ihm Klick gemacht hat, dass er gettet, dass dieser ganze Shit, den er an Content daraus ballert, nicht mehr das Richtige ist, dass das so nicht weitergehen kann und darf und dass er jetzt bitte endlich gerallt hat, dass das eine Sache ist, die nicht so bleiben darf. Weißt du, was ich meine? Du musst jetzt wirklich getten, dass das nicht der richtige Weg ist, Bro. Du musst verstehen, dass du nicht so weitermachen kannst. Sich zu löschen ist nicht der richtige Weg, Leute. Wisst ihr, Menschen können sich ändern, Menschen können immer noch reflektieren und Menschen haben immer noch eine zweite Chance verdient. Die geben wir ihm ja natürlich hier auch so. Ich habe früher auch Scheiße gebaut, so wir alle haben Scheiße gebaut. Stell dir mal vor, so Leute wie fucking Mont oder sowas hätten niemals eine zweite Chance bekommen nach dem ganzen Scheiß, den er gemacht hätte. Dann wäre der jetzt auch nicht da, wisst ihr, was ich meine? So, dann hätte der auch seinen Drogenschritt weitergemacht und gut ist, aber nein, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und eben auch in dem Falle er. Einfach, was für eine große Verantwortung man trägt, fixiert sich nach einer Zeit nur noch auf die Zahlen und auf das Geld und das Menschliche ist bei mir, beziehungsweise die positive Message an den Videos, ist bei mir immer weiter in den Hintergrund gerückt und ich sehe diese ganze Hate-Welle, beziehungsweise diese ganze Kritik und auch diesen Fehler, den ich mit diesem Video gemacht habe. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich sehe das einfach als ein Zeichen, weil ich habe mir schon früher immer in meinem Kopf die Gedanken gemacht, willst du weiterhin so auf YouTube bestehen bleiben? Irgendwann mal hast du da keine Lust mehr drauf. Wie lange willst du jeden Tag noch diese Fake-Videos machen? Das ist halt auch so ein Ding. Das freut mich halt auch, dass, also wenn das jetzt wirklich ernst meint, dann ist es krass, krass überraschend, wenn plötzlich die Moral irgendwie da mal anklopft. Wisst ihr, das Ding ist, irgendwann setzt man sich wirklich damit auseinander. Irgendwann setzt man sich damit auseinander und denkt sich so, fuck, ich kann das nicht mein Leben lang machen. Ich kann sowas mein Leben lang nicht machen. Ich kann nicht mein Leben lang diesen Scheiß rausknallen und davon meine Miete zahlen. Das funktioniert nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb finde ich es gut und löblich, dass er sich scheinbar wirklich damit auseinandergesetzt hat, Mann. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Und ist mir jetzt sowas von egal, wie viele von euch das belächeln oder schlecht reden werden. Für mich war es einfach irgendwo ein Zeichen von Gott, dass das jetzt passiert ist und das... Gut, wie du das jetzt deutest, ob das jetzt von Gott kommt oder von dir selber, ist ja scheißegal, so da will ich dir nicht reinreden. Endlich aufhören soll, mich im Internet zu verstellen, nur damit ich mehr Geld oder mehr Aufrufe generiere. Und falls ihr euch denkt, das ist eh nur heiße Luft, der wird sich kein Stück bessern, gönnt euch jetzt das Video. Jetzt kommt einfach ein Fortnite-Video oder wie? Also weiß ich jetzt, verstehe ich jetzt nicht. Wenn jetzt wieder, Monte, meinst du das? Das hat sich jetzt nicht unbedingt auf das Video bezogen, so, ne? Also, wenn jetzt wieder ein ganz normales Fortnite-Gameplay kommt, dann, ja, verstehe ich jetzt den Titel dahinter nicht, also. Ja, aber ist das jetzt einfach, hä? Oh yes, baby. Verstehe jetzt nicht, also das, was er eben gesagt hat, war voll sinnig und so, aber wo ist das jetzt besserer Content als zuvor? Ich meine, ja, es ist anderer Content, aber, okay, er gibt sich jetzt Mühe mit den Videos, okay, ich sehe schon. Oh yes, und wenn ich den dritten jetzt noch no-scope, dann ist vorbei, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Okay, ich sehe gerade schon, er macht sich halt ein bisschen Mühe so. Ich verstehe schon, was er meint so damit. Es war ein Fehler hier zu landen, drüben. Ja, ich bin der Bruder von Cymex. Das wissen wir beide. Juhu! Ja, es ist Anfangsstadt, hier landet niemand. Nur solche Losties, Alter. Junge, versuch's erst gar nicht. Ja gut, er hat schneiden gelernt. So hat er das jetzt geschnitten oder wer anders? Also. Nummer 3. Die müssten eigentlich gut kommen. Monster Kill. Ja, ich finde schon funny so, also auf jeden Fall. Aber das ganze Video ist jetzt einfach nur ein Fortnite-Gameplay oder wie? Also, ich kann mir jetzt nicht hier ein normales Fortnite-Video für eine halbe Stunde angucken, Bro. Du hast selber gesagt, also. Nein, oder? Ich verstehe. Ja, ich wollte schon sagen. Ich verstehe voll die Message dahinter. Ich verstehe voll, was er meint so. Das ist das Letzte, was du... Es ist halt anderer Content.
als zuvor. Nice Wall Placement an der Stelle. Nice Boden. Aber... Bro, ich glaube, du kassierst jetzt, Digga. Der hat dich komplett outbuildet an der Stelle. Aber primär dachte ich jetzt eher, dass nochmal eine vernünftige Auseinandersetzung mit der Thematik kommt, wo er Scheiße gebaut hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß es halt nicht, ne? Also, ich verstehe voll so die Message dahinter nochmal, aber ich bin gerade maximal verwirrt. Oh mein Gott, let's go, Mann. Also, er hat's halt echt nice geschnitten und so, aber... Wenn das nicht die High Kill-Roll... ich glaube, der möchte sich halt... Der Skin sieht aus wie ein Oscar-Pokal. Du meinst eine Oscar-Statue, nicht Oscar-Pokal, aber ja. Ja... Also, Chat, seid mir nicht böse so. Ich verstehe, was er voll damit sagen möchte, aber dieses Monte, meinst du das? Ich habe jetzt eher gedacht, dass es primär darum geht, das Ganze nochmal aufzuarbeiten und so. Was jetzt hier, Skurrus oder was? Oh mein Gott. Kevin! Schatz, komm raus! Erdbeben, Schatz, komm raus! Ja, der hat ja vorher, jetzt hat er sich einfach ein Hack runtergeladen. Das wäre jetzt natürlich Next Level. Das sind Bots. Das sind Bots. Das sind Bots. Heavy Sniper. Zählen die als Kills, die Bot? Irgendwas verpasst? Leute, ich... Also, wenn es jetzt dabei bleibt so und er macht halt jetzt so einen Content, dann ist das ja voll cool. Dann freuen wir uns da alle drüber und den ganzen Fake-Shit, wenn das jetzt aufhört, ist das natürlich gut. Aber ich hätte gedacht tatsächlich, dass das Ganze jetzt irgendwie... Also ich meine, der Titel hier, Monte, meinst du das? Er hat recht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich bin echt ein bisschen verwirrt so. Also, weiß nicht. Ja, denk mal, ist doch gut so, wenn jetzt als Quintessenz dabei rumkommt, dass er auf jeden Fall keine Scheiße mehr baut und er verstanden hat, dass das so nicht geht. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt so. Aber ja, I guess, wenn das jetzt ein neuer Content ist so, es ist halt Clickbait mit diesem... Monte, meinst du das Ding? Aber I guess, wie gesagt, wenn er halt da jetzt der Meinung ist, das jetzt so zu gestalten, dann ist das doch cool und dann ist das doch besser als das, was er vorher gemacht hat. Und es wirkte für mich so, als hätte er sich damit anständig auseinandergesetzt und verstanden, was an der ganzen Sache falsch gewesen ist so. Und ja, mehr will ich doch eigentlich gar nicht wissen. Also ich will doch eigentlich nur, dass der Kerl verstanden hat, was der für eine Scheiße gebaut hat. Und dann ist doch cool, oder? Dann ist doch gut. Ja, was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen?